So, wir sind nochmal hier. Live und in Farbe aus dem Urlaub. Und ich habe hier noch ein schickes Päckchen auf Englisch gefunden. Pikachu und Zekrom GX in Gold. In klein und in groß. Und ein Haufen Booster mit dabei. Und die machen wir natürlich, wie sich das gehört, auch sofort auf. Schauen uns, was wir was bekommen haben für unser nicht gerade kleines Paket. Also falls ihr an den Dingern Interesse habt und rein zufällig gerade in Bangkok seid, dann könnt ihr die im Siam Paragon kaufen. Auch da war leider die Suche nach japanischen Boostern alles andere als erfolgreich. Also ihr kriegt Digimon-Karten auf Japanisch, Yu-Gi-Oh!-Karten auf Japanisch, Magic-Karten auf Japanisch, aber keine Pokémon-Karten hier. So, gucken wir mal. Schauen wir uns mal ganz genau an. Sehr schick, sehr, sehr schick. Das muss man auch ehrlich sagen. So. Natürlich auch sofort eingepackt. Hier nochmal das Ganze in groß. So, fangen wir einfach mit dem ersten Booster an. Alle noch gar nicht so alt. So, jetzt die englischen. Da ein Code natürlich wieder mit dabei. Und dann schauen wir noch mal. Ob uns hier irgendwelche Überraschungen erwarten. Oder ob die Goldkarte das einzigste Highlight bleibt. Oh, schick. Und Pinsir. Oh, Arktos. Einer der besten Reverse-Holos. Zweimal hintereinander. Und eine V-Karte. Das alles mal ein bisschen schneller hier durch. Oregon 2. So. Weiter da. Ein Dragosaurus.
Na, von der Ausbeute her ist es nicht so gut. Das war auch echt teuer. Ich kann nicht sagen, wie teuer das war, das Set. Aber gab es auch leider, und ja, gleich auch daran, dass es fast eigentlich im einem der teuersten Kaufhäuser ist. Vermutlich auch der Import hier dann für die englischen Karten auch gar nicht so günstig ist. Ich habe im letzten Video schon gesagt, es gibt auch thailändische Pokémon-Karten. Die sind so bei ungefähr 2,50 umgerechnet pro Booster. So, drei Stück haben wir noch. So, und vorletzte. Ich habe noch ein paar noch Pakete, da mache ich gleich nochmal ein extra Video zu. Ich habe auch die Celebrations-Karten auf Thai. Mir ein Päckchen geholt mit inklusive Promokarten. Und, ups, oh nein, und weg ist er. Arctos, wie? Sehr schön. Und vom Design her gefällt natürlich kommt nichts an die Originalen ran, ne, das ist ja klar. Aber die neuen Designs von Arctos, Zapdos, Lavados finde ich auch gar nicht so schlecht. Also gerade bei Arctos. Zapdos ist so ein bisschen neuer. Hat ein bisschen was, als hätte man mit dem Dodo gemixt. So, das war's dann jetzt auch schon von diesem Mal. Kommt die Tage auf jeden Fall noch ein bisschen was mehr.